Das scheint jetzt heftig zu werden. Boah. Ja, hier haben wir sehr, sehr viel Munition. Granaten und sehr, 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 sehr viel Munition. Was haben wir denn eigentlich für Waffen dabei? Hier haben wir das. Wir haben die Schrotmunition. Wir haben Stahlbolzen, haben wir nicht. Wir haben das, die Scharfschützenmunition. Das brauche ich jetzt weniger. Die MG nehmen wir mal, oder? Nee, die nicht. Wir nehmen nicht die MG. Wir nehmen mal Fäuste. Ach Quatsch, keine Fäuste. Splittermunition nicht. Haben wir Fatboys? Pistolenmunition? Ja, hier haben wir Fatboys. Die nehme ich mal. Ach du Scheiße, in was für einem Dschungel sind wir denn hier gelandet? Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Viech? Wie groß das ist. Und jetzt ist es auf einmal weg. Wie kann sowas Großes so schnell verschwinden? Ach du Scheiße, was war das denn? Ich hab's hier rumlaufen sehen. Jetzt habe ich natürlich Angst. Aber ich würde sagen, wir stolzieren hier einfach mal mutig quer über die Straßen. Ach du Scheiße, was kommt denn da wieder alles an? Wow! Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße, erstmal treffen lernen. So, dem haben wir voll was verpasst. Den haben wir gut getroffen. Wow! Nein, Splittermunition, die ist doch nicht so effektiv hier auf jeden Fall. Boah, was war denn da los? Boah, was kommt denn da für ein Riesenvieh? Scheiß die Wand an, das gibt's doch nicht. Wie sollen wir denn das besiegen? Boah, ist das Vieh groß, scheiß die Wand an. Boah! Aua, jetzt hat's uns aber erwischt. Boah, nee, 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 hör auf. Hör mir auf hier. Boah. Ich will bloß noch das große Vieh vor uns. Ja. Boah, das schießt hier mit dem riesen Überding zu einem Flammenwerfer oder was das ist. Das kann man gar nicht mal richtig deuten, was das sein soll. Kleine Sau, grüß dich mal. Die kleinen Viecher nerven ja was vielleicht. Boah, da kommt doch so ein kleines Viech angeraten. Boah, Moment, Moment. Scheiße, kann man jetzt hier nicht, Scheiße, wie konnte man hier nochmal die Schnelldinger durchwechseln? Wow, 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 wow. Ich bräuchte vielleicht... Nee, Adrenalinstoß nicht. Scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Hier, die Granaten. So, mal gucken, ob die Granaten weiterhelfen gegen den guten Kollegen da hinten. Ich glaub's aber fast schon gar nicht mehr. Bart! Das hat schon mal gut gesessen. Wie viel Energie hat denn der noch? So, was war das denn? Ach so, Granaten sind leer. Das ist natürlich ganz schlecht. Ja, wir haben ihn zu Fall gebracht, oder? Ist das cool. Mit einem Wingstick auch nicht schlecht. Puh. Das war's jetzt hier anscheinend. Boah, gleich zwischenspeichern. Das gibt's ja gar nicht. Straßen der Totenstadt. So ein Riesenviech. So, speichern und zurück. Und nochmal zurück. Und ich sollte mich mir jetzt hier mal ein bisschen was anders legen an Waffen. Da haben wir die. Was haben wir? Was ist das eigentlich?
Ach, das ist ein Maschinengewehr. Wir haben das, 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 das. Schnellauswahl. Ja, verlassen. Und dann nehme ich mal hier diese. Diese, und was haben wir eigentlich? Ah, Bandagen. Ich nehme lieber die Bandagen zur Hand. Da fühle ich mich ein wenig sicherer. Wie mit irgendeiner Munition oder was, was ich am Ende sowieso nicht brauche. Ölfässer, okay. Ui. So, jetzt gehen wir mal in das Krankenhaus hier hinein. Ich denke zumindest, dass es das Krankenhaus ist. Das kann natürlich auch wieder was ganz anderes sein. So, hier geht es nicht mehr weiter nach oben, wie es aussieht. Aber hier geht es hinein in die gute Stube. Und hier steht auch schon ein... Was ist das denn für ein Riesenvieh? Guckt euch mal die Hand an. Boah, das, ich dachte schon, das Vieh da unten, was wir gerade gesehen haben, wäre groß. Aber das übertrifft nochmal alles. Da ist ja die Hand von dem Vieh so groß wie eine komplette Wohnung. Ach du Scheiße, das kann was werden. Ich glaube, das... Boah. Scheiße, ich glaube, das wird schwer. Das könnte sowas ähnliches wie der erste Endgegner sein oder sowas, wenn es in diesem Spiel überhaupt Endgegner gibt, das weiß ich gar nicht. Ja, das klang gerade auch nicht so gesund. Boah. Boah, da kommt was rein. Was ist das? Da will irgendwer da irgendwas rein. Oh, jetzt kommen sie rein. Scheiße. Hier. Oh, da kommt noch einer rein. Scheiß die Wand an. Oh, die sind ja schon hier drin. Scheiße. Da, frisst das. Boah, da ist auch noch einer drin. Jetzt kommen sie ja aber alle. Boah. Von oben runter gehangelt. Aber von hinten kommen sie nicht noch rein, oder? Boah, da ist noch einer. Scheiße. Und alles hier in der kleinen, guten Stube. Mensch, das macht doch Blutflecken. Hier, frisst das. War's das jetzt? Boah. Da, bitteschön. Für dich auch noch etwas Blei. So, als kleine Nachspeise. Als kleines Dessert. Ach du Scheiße. Ich will nicht wissen, was hier noch kommt. Boah, da steht irgendein Flammenwerfer oder sowas da hinten. Moment, warten wir unser Scharfschützengewehr. Hier, die Nummer 6. Oh, der schmeißt ja. Ist der noch ganz glatt? Du kommst, können wir schon lange da. Friss das mal. Ja, da staunst du jetzt. So, jetzt können wir unsere Doppelläufige wieder hernehmen. Boah, noch so ein Flammenwerfer. Scheiße. Ja, dann nehmen wir nochmal das Scharfschützengewehr. Wir haben ja genug davon. Tja, und treffen solltest du auch können. Das kannst du anscheinend überhaupt nicht. Kein Stück. So, haben wir hier noch solche Flammenwerfer, die meinen, mit irgendwelchen Tricks uns übers Ohr hauen zu können. Ich glaube ja nicht. So, dann nehme ich mal wieder die Doppelläufige da. Boah, boah, der hat mich jetzt erschrocken hier. Boah, friss das. Aber von oben kommt nicht auch noch was, oder? Das wäre ja unfair hier. Boah. Jetzt weiß ich, warum das Totenstadt heißt. Hier überlebt keiner so lange, aber wir schlagen uns dann natürlich ganz wacker. Da oben liegt ein verrotteter Heli auf dem Dach. Wurde auch schon lange nicht mehr geflogen, so wie es aussieht. Hier haben wir noch ein paar Bücher, die wir uns später mal zu Gemüte ziehen können. Ein paar PCs, die nicht gehen, aber eine Nanotritenverbindung für ein schönes Bombenauto. Geht's jetzt hier runter oder durch die Tür durch? Ich gehe erstmal durch die Tür durch. Ist das hier das Lager oder was? Ach, hier oben liegt auch noch was. Stahlklingen, da können wir uns mal schöne Wingsticks draus basteln.
So, und hier liegt natürlich auch noch ein RC-Bausatz für ein kleines Bombenauto. Das haben wir auch noch nicht gebastelt. Oder doch, doch, das hatten wir gebastelt, wo wir das Sprengstofflager in die Luft jagen sollten. Da haben wir mal ein bisschen technisches Geschick walten lassen und mal das ein oder andere Bombenauto zusammengebastelt. Aha. Hier, getroffen. Ich glaube, der ist nicht tot. Scheiße. So, jetzt ist er tot. So, komm mal her, du. So, bitteschön. Hol mal deine Freunde von da hinten. Boah, was ist das nicht? Schon wieder so ein großes Viech. Ach, das ist wieder so ein Kraken. Aua. Boah, das hat gesessen. Voll ins Gesicht, Mann. Kleinen Viecher gehen mir ja hier immer auf den Sack. Aua, jetzt sehe ich. Boah, ich geht alles voll geschleimt hier. Mann, hau mal ab, du kleines Vieh. Ha, boah. Das war knapp. Dann wieder so eine kleine Nervensäge. Boah, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Aua. Verdammt. Mann, du gehst mir auf den Sack, du kleines Vieh. Hier frisst das. Boah! Schon wieder so eine kleine Nervensäge. Gibt's denn das? Haha. So. Wow. Aua, ich geht's, ey. Das ist ja ekelhaft. Aua, Mann, wieso trifft denn der immer? Boah. Ich sollte vielleicht mal öfter auf den schießen und nicht nur die ganze Zeit ausweichen und nichts machen. So, jetzt haben wir ihn erlegt. Endlich mal hier. Ein großes Gefährt. Mit einem Autoreifen auf dem Rücken, so groß ist der. Ach, schon wieder keine Munition mehr. Hier, friss das. Und verreckt daran, du dummes Viech. Gehen uns aber auch hier alle auf den Sack, kann das sein, oder was? So, wir haben gar keine Bandagen mehr. Doch, wir haben Bandagen, aber keine Wingsticks mehr. Das ist alles leer. So, Bandagen nehmen. Ih, was ist das denn? Boah, pfui Teufel. Was liegt denn hier drin? Eine Sammelkarte Krake. Ach so, das war das Zuhause von dem Kraken. Der kam ja hier rausgerannt. Ich get, ey, wie das aussieht. Hätte auch mal ein bisschen ordentlicher verlassen können, seine Wohnung. So ist es ja nicht. So, auswählen, speichern. Erstmal. Ich weiß ja nicht, was hier noch auf uns lauert. So in der nächsten Minute. Boah, guckt euch das Riesenviech an. Da war es gestanden. Das ist ja wirklich so groß wie ein Haus. Du Scheiße. Aber ich kann da nur von Glück reden, dass uns das Viech bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ich glaube, ein Hieb und wir wären Geschichte. Was haben wir hier? Schalten wir einfach mal an. Jetzt steht es wieder auf Rot. Was ist das? Wieso tickt das? Ist hier irgendwie eine Bombe oder sowas unterwegs? Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch einiges im Zeug rumliegen. Hundefutter in der Dose. Ja, das können wir gebrauchen, falls wir mal Hunger haben. Okay, hier liegt auch noch einiges. Eine alte Wanderstiefelkiste. Da sind vielleicht auch noch alte Wanderstiefel drin. Man weiß es nicht. Eine Lachsdose. Nochmal billige Schuhe. Ein Schraubenset. Ja, was müssen wir hier jetzt machen? So, ich nehme an, das müssen wir auf grün schalten. Und dann hier ebenfalls. Boah, wo kommt denn das Viech schon wieder her hier? Boah, noch einer. Boah, ja, haut euch gegenseitig den Schädel ein. Das ist mir nur recht. Idioten hier. So, hier frisst das. Boah, hier kommen ja noch mehr. Scheiße, immer von hinten, Mann. Seid doch auch nicht ganz glatt. Hey,